Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr sehen könnt, dichtester Dschungel wieder mal. Jetzt spielen eigentlich die Gößen gar nicht so große Rollen wie die Brennnesseln. Die haben mich schon ordentlich erwischt, aber ja, das gehört dazu. Es ist heute Sonntag und ich muss den Tag ausnutzen, weil ab morgen ist für 1,5 Monate unser Donaubrücken gesperrt, also zumindest nur einfahrig, also einspurig zu befahren mit Ampelverkehr, und da spielt sicher Ramazzotti, das weiß ich jetzt schon. Das ist die einzige Brücke vor Wien, das sind fast 40 Kilometer, also da wollen sie aber hin und her. Gut, nichtsdestotrotz, ich möchte mich da jetzt ein bisschen zuschlagen zum Wasser runter. Ich möchte schauen, ob wir dort was entdecken. Ich habe gesehen, von der Donau an ist ein Auto da. Die werden wahrscheinlich ein bisschen paddeln. Schauen wir mal, ob wir am Wasser irgendwas entdecken. Und ja, ich habe wieder ein Würstel dabei. Das haue ich mir am Solostof und Käfchen. Und ja, ein bisschen relaxen und gut gelassen. Also, ich würde jetzt sagen, lassen wir das oben, da werden wir richtig beginnen. Ne? Gehen wir. Ja, Freunde, es wird heute keine Tour. Überall, wo ich anstehe, ist alles versperrt. Das wird heute eine Expedition. Ja, ich habe da jetzt müssen ein bisschen einen anderen Weg einschlagen, wo es nicht so dicht ist. Ich habe fast keine Möglichkeit gehabt, zum Wasser zu kommen. Da ist alles zu verwachsen. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen parallel zum Wasser und dann schaue ich, wie ich irgendwo noch runterkomme. Und wenn nicht, dann kann man auch nichts machen. Ja, Trittziegel schon hin, das Auge reicht. Da ist sicher einiges los. Da, ganz frisches Gaxi. Das riecht sogar noch. Kann nicht so weit sein. Was sehe ich da? Riewieselstand mitten im Wald. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, die Richtung da geht jetzt einmal zum Wasser. Schauen wir mal, verfolgen wir das einmal. Das schaut echt gut aus da. Ja, bekannte Wasserstelle, da war ich auch schon öfters. Schön, da steht auch noch genug drinnen. Wenn man da drüben sehen kann, oder dort vorne, wie hoch das da gestanden ist. Ja, da, typische Schupperstöfe von den Schweinern. Ja, ich muss da noch irgendwo durchkommen. Wahnsinn. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, es ist alles so dicht, es ist kein Durchkommen. Puh, da, wie viel ist Handtierkel. Da suchen wir jetzt irgendwo da einen Platz und machen wir es doch gemütlich, kommen wir nicht zum Wasser. Aber werden wir im Herbst wieder runter schauen, aber jetzt ist es Wahnsinn. Bin da jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ins weniger Dichte. Da schaut es auch gleich viel besser aus. Und ich würde sagen, das Bäumchen da gehört mir. Also. Herrlich. So, und jetzt richten wir es einmal ein. Und dann machen wir es gemütlich. Ja, Freunde, ist wieder soweit. Ich habe mir meinen Platz auch hergerichtet. Und was gibt es heute wieder? Es gibt heute wieder meine geliebte Wurst. Die kommt wieder ins Diätpfännchen. Die haben wir schon hergeschnitten dafür. Ja, und dazu habe ich noch ein paar Paprika-Stickeln, ein paar Radieschen, die schneide ich mir noch zusammen. Schwogel natürlich, er ist relativ hoch oben auch, aber macht nichts. Das stört mich nicht. Perfekt. Sehr gut.
Energie habe ich natürlich auch wieder mit. Diesmal ein Pfirsich. So, ich würde sagen, wir legen mal los. Mahlzeit. Herrlich, kann ich nur sagen. Also die Wurst ist nur mehr besser, wenn es über einem offenen Feuer ist. Ja, Schmetterling besuchen da gerade. So, jetzt habe ich auf alle Fälle einmal gut gegessen. Das war jetzt wirklich extrem lecker. Und jetzt brauche ich mal einen warmen Kaffee quasi. Und ja, Freunde, und so schaut mein Platz ein bisschen von weiter weg aus. Ich finde es urgemütlich. Optimale Sitzhöhe, der Baum ist auch schön dick, da kann man auch gemütlich sitzen, auch mein zartes Gewichterl. Ja, kommt gut. Jawohl, da ist er. Ja, Freunde, Krankensessel, ihr wisst, das hat es meine ersten, die ich immer denke. Und dann natürlich an alle anderen. Prost! Richtig vanillig, geil. Ist das nicht herrlich da? Ein Wahnsinn. Ich stehe auf das Dschungelartige. Ja, wie du gerade siehst, der Baum da von mir, der dürfte noch nicht so lange liegen. Das Holz ist noch frisch gebrochen. Schauen wir es uns einmal an, oder? Gehen wir mal hin. Ja, wie gesagt, so alt schaut der gar nicht aus. Ich gehe da gar nicht näher zu, der steht da sicher noch unter Spannung als wir. Ein sogenannter Witwenmacher. Und das Bäumchen, was da umgefallen ist, ist natürlich auch nicht so klar. Der hat gleich andere auch mit umgerissen. War ein Riesendrum. Oschi, wenn man da mal schaut, was da für Riesen stehen. Könnt ihr euch vorstellen, was die aufgeführt hat bei mir. Ja, erst wie ich da näher hergegangen bin, weil ich die Baumschwammerl angeschaut habe, ist mir eigentlich das Ganze aufgefallen, dass ja der da irgendwo fehlt. Also, der Kerl steht da noch neben mir. Der ist da oben angekracht. Gigantisch, oder? Schaut euch das an, wie der da ausschaut. Das ist relativ hart noch. Also, da hat schon gewaltig gemacht, wie der umgefallen ist. So, aber jetzt gehen wir zurück zu meinem Käfchen, sonst wird mir das kalt. Ja, das sind nicht die Güssen, keine Angst. Mein Thermosel checkt das immer noch super. Das waren die Brennnesseln dort. Ehrlich gesagt bin ich gerade am überlegen, ob ich meinen Solostoff nicht noch mal starte. Ein bisschen nur Gaudi, ob ich meine Kiefernzapfen da verbrenne. Schon lange wegen einem Ambiente. Perfekt. So, die letzten glühen aus und ich werde mir jetzt noch so einen kalten Kaffee einschirmen. Prost. Ja, hängt der Blau drauf. Und dreht sich schön. Da wäre noch nicht gesehen. Ich werde mich langsam wieder zusammenpacken und durch den Dschungel durch, wieder Richtung zum Auto. Das wird eh noch ein kleines Dilemma werden. Aber ja, das gehört halt dazu. So, Freunde, ich habe schon teilweise weggeräumt. Der Solostoff ist zusammengeräumt. Mein T-Shirt habe ich schon eingepackt. Der Marcel rennt da noch zum Glück. Ich war da zuerst ein paar Schritte weiter weg. Einmal kurz austreten und kann ich sagen, da müsst ihr auf eure Teile aufpassen. Gleich gestochen auch. Naja, auf alle Fälle packe ich jetzt fix fertig zusammen und dann gehe ich langsam zum Auto wieder zurück. So, ich muss mich beeilen, weil viel Gas ist nicht mehr da. Ja, ich denke, Wuseln brauche ich da halt auch nicht wirklich. Da ist eigentlich nur Erden. Das findet sowieso keiner da herin. Ich wahrscheinlich selber auch nicht mehr. Und
glaube, das kann ich mir heute wieder mit ersparen. So, schauen wir mal, wie wir aus den Schlamassel da wieder rauskommen. Gehen wir mal. Ja, wieder auf alle Fälle ein Abenteuer. Ich muss auf alle Fälle in die Richtung. Ich glaube, ich bin da so auf einen Wildpfad gestoßen. Der ist natürlich optimal. Schaut gut aus. Das ist wieder so idyllisch da herin. Viele Wildspuren. Verdammt viele. Herrlich. Ja, weiter da. Wow, schaut euch einmal den Baumkrebs an. Ist das ein Drum? Der ist locker über einen Meter. Wahnsinn. Ja, ich glaube, mein Gas ist aus. Ich höre da nichts mehr zischen. Und die Güsse sind erlässlich. Und ich muss da durchnageln. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Die Wildschweine fallen kenne ich. Aber in die Kamera will ich nicht reintappen. Die hängt da hinterm Baum. Gehen wir da eine kleine Runde. So machen wir das. So, ich bin die jetzt ein bisschen umgegangen. Da oben ist die Kamera. Die hat eine Antenne, also die wird wahrscheinlich den Jäger alarmieren, wenn die Foto vorhin losgeht. Ja, auf alle Fälle. Ich weiß, wo ich bin. Und jetzt sind wir gleich draußen. Gehen wir. So, und jetzt schaut einmal. Da ist die Fallen. Da liegt der Flosch. Bin ich gespannt, wer da unten kann, wenn die kehrt. Na ja, braucht man nicht lange überlegen. Nehmen wir es mit. Draußen. Gegen was ich gehe. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ein paar hundert Meter, dann sind wir beim Auto. So, Freunde. Ja, Floschen habe ich zuerst den Rucksack gegeben, dass ich da nicht mit einer Floschen nochmal dumm renne. Fliegst noch nieder, fliegst drauf, schneidest da die Hände. Jetzt habe ich sie nicht aus. Ja, ich habe jetzt noch 300 Meter bis zum Auto, dann bin ich wieder da. Ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und so sage Servus die Malen und pfiat euch, die Burma.